Mein Name ist Charlotte Jerke. Ich bin 37 Jahre alt, bin in Berlin geboren, bin in Berlin aufgewachsen. Ich arbeite als Lehrerin an der Otto-Hahn-Schule, mache dort gerade mein Referendariat. Mein Outing-Prozess fand sehr, sehr spät in meinem Leben statt. Erst vor 7, 8 Jahren, also erst als ich 30, 31 Jahre alt war. Was mich davon am stärksten abgehalten hat, früher meine Rolle zu finden oder das auszuleben, wer ich halt wirklich bin, war tatsächlich sozialer Druck. Ich habe die Rolle des Jungen gespielt. Vor allem Ansprechpersonen haben mir gefehlt, Vorbilder. Ich wusste es einfach nicht. Ich dachte, ich wäre schwul. Ich dachte, das wär's. Aber das war es nicht. Ich glaube, mein Ausgangspunkt für meinen Transitionsprozess war eigentlich tatsächlich ein Umfeld, wo ich mich sehr, sehr sicher gefühlt habe. Ich habe an einer freien Schule gearbeitet und ich hatte das Gefühl, dort akzeptiert zu werden, wie ich bin. Ich habe mit so Kleinigkeiten angefangen, so wie jetzt lackiere ich mir die Nägel. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, Wimperntusche zu benutzen, Kajalstifte zu benutzen. Das war wichtig, dieses Herumexperimentieren für mich. Erst dann habe ich dem Team gesagt, okay, und jetzt heiße ich nicht mehr so, wie ihr mich kennengelernt habt. Und dann habe ich ziemlich schnell für mich gemerkt, okay, ich bin Charlotte und that's me. Und das bin ich. Ein großer Meilenstein war für mich tatsächlich die Personenstandsänderung. Es war schon ein wunderschönes Gefühl zu wissen, ich habe gerade einen Zettel bekommen, wo drauf steht, mein Name ist Charlotte und mein Geschlecht ist weiblich. Ich spiele in meiner Freizeit Fußball. Das mache ich jetzt schon mehrere Jahre lang. Im Jahr 2015, glaube ich, habe ich mich dann entschieden, in den Berliner Fußballverein Türkiyespor einzusteigen. Das war eine reine Männermannschaft und habe dort, ich glaube, 2 Jahre gespielt, bis ich dann dort meine Ansage hatte, hey, mein Name hat sich geändert, mein Pronomen hat sich geändert. Und das habe ich dann so lange gemacht, bis die Hormontherapie meinen Körper endlich dahingehend verändert hat, dass ich dann auch gesagt habe, ich kann mich nicht mehr bei euch mit umziehen. Und irgendwann war das Fass halt voll. Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr in der Männermannschaft spielen. Bei den Turnieren haben wir andere Mannschaften kennengelernt. Unter anderem habe ich da 3 Personen vom DFC Kreuzberg mal kennengelernt. Es ist eine reine Frauenmannschaft in Berlin, die auch sich explizit stark macht gegen Homo- und Transphobie, vor allem im Fußball. Ich habe 2-mal die Woche Fußballtraining, Montag und Mittwoch. Ich habe 2 verschiedene Schminkphasen quasi. Und einmal mein Arbeits-Make-up. Das funktioniert jedoch nicht beim Sport und ich will zum Sport auch geschminkt sein. Aber am liebsten würde ich natürlich irgendwie mal zu so einer Phase kommen, wo ich mich traue, ungeschminkt Sport machen zu können. Aber ich habe das Gefühl, da bin ich noch ganz weit weg von. Und ich will halt nicht auffallen. Ich will um jeden Preis wahrgenommen werden als Frau. Ja, in gewisser Weise ist das Prävention. Wer weiß, wie ich halt aussehe in einem Jahr. Und vielleicht werde ich dann auch ohne Schminke irgendwann als Frau wahrgenommen. Und das wäre schon ein großer Traum von mir. Ja. Wenn ich beim DFC Kreuzberg spiele, ich fühle mich sehr sicher. Und ich weiß, dass wenn auf dem Platz irgendwann eine Diskussion um meine Spielberechtigung losbrennt, weiß ich, dass das Team hinter mir steht. Sowas wie, gegen dich sprinte ich nicht mehr, du bist mir zu schnell. Und das sind genau die Vorwürfe, die Transfrauen im Sport immer gemacht werden. Man sieht mir quasi an, dass ich eine Transfrau bin. Wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich in der Schule bin, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe. Und auch das macht was mit mir. Vor jedem Spiel überlege ich mir, wie schnell darf ich heute eigentlich rennen, ohne eine Diskussion über meine Spielberechtigung zu verursachen. Solange ich das Gefühl habe, dass ich mir nicht sicher bin, wie hart darf ich eigentlich in einen Zweikampf einsteigen, wird es immer beim Fußballplatz bei mir mitspielen. Immer. Generell würde ich durchaus sagen, dass Transfrauen einen anderen Körper haben. Aber das haben auch ganz, ganz große
Männer, zum Beispiel beim Basketball, gegenüber kleineren Männern. Und ich habe das Gefühl, dass da ganz viel außer Acht gelassen wird. Transfrauen nehmen seit Jahren Testosteronblocker. Meine Muskelmasse hat unglaublich abgesetzt. Ich glaube, das ist sehr komplex und die Testosteronwerte, Testosterongrenzen sind definitiv nicht der Weg, so wie es gerade abläuft, um bei Disziplinen zu starten. Das, glaube ich, wird die Zeit zeigen. Ich glaube, wir sind am Anfang. Wir haben dieses Jahr die erste Transathletin bei der Olympiade gehabt. Es ist eine Diskussion losgetreten und bei der nächsten Olympiade sind wir vielleicht schon weiter. Es wird sich was verändern und ich glaube, wir gehen Schritt für Schritt in eine Richtung, die es Transfrauen erlaubt, dort zu starten, wo sie es wollen.